Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu F1 2014. Beim Training gab es ein kleines Problemchen, um ein Setup zusammenzubauen. Und zwar hat es leider im Training geregnet. Ich habe ein altes Setup von mir von einem früheren Teil mal eingebaut, beziehungsweise zwei Setups. Habe die ein bisschen angepasst, aber ich konnte sie leider ja nicht testen, weil es halt im Training geregnet hat. Und ja, ich hoffe, dass die funktionieren. Ich werde jetzt erstmal das Setup 2 benutzen, weil das müsste eigentlich das bessere Setup sein. Zumindest war es bei den früheren Teilen das bessere Setup. Ja. Ich bin jetzt echt mal gespannt, keine Ahnung. Ich hoffe, das funktioniert, das Setup. Aber ich konnte es ja, wie gesagt, leider nicht ausprobieren. Und von daher ist es quasi ein, ein Flug mit geschlossenen Augen oder so. Weil trainiert habe ich eigentlich auf der Strecke auch nicht, weil, ja, Regen und ich, wir sind keine Freunde, sagen wir es mal so. Ich hasse das den Regen in F1, also da komme ich mit den Autos echt nicht zurecht. Ich habe die ganze Zeit durchdrehende Räder und komme nicht von der Stelle oder rutsch derbe raus. Das ist echt schlimm. Und ja, es läuft bei mir dann überhaupt nicht bei Regen. Also da ist teilweise die KI verdammt viel schneller als ich. Also zumindest auf Profi oder noch höher, da komme ich gar nicht mehr mit. Also auf Amateur, klar, da schaffe ich das noch. Fortgeschritten ist dann allerdings auch schon so eine Sache. Und ja, ich fahre jetzt sowieso gerade auf Profi und ja, wenn dann ein Regenrennen ist, dann aber Halleluja, scheiße. Ich hoffe nicht, dass wir das unbedingt mal haben werden. Oder wenigstens auf einer einfachen Strecke wie Monza oder so. Da kriege ich das auch noch hin, aber sonst kannst du das echt vergessen bei mir. Ich hoffe wirklich, dass dieses Setup funktioniert, weil ich habe keine Lust, im Rennen dann ganz schlecht dazustehen. Aber bisher sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Also ich habe nicht wirklich blockierende Reifen gerade. Und der Speed scheint bisher auch ganz in Ordnung zu sein. Zumindest das, was ich gerade so sehe. Ist auch so eine Kurve, die ich von der Strecke so hasse. Also hat man sich bei der Kurve gedacht hat, ich habe keine Ahnung. Ekelhaft ist die. So. Ich kann leider auch jetzt keine Referenzwerte von den früheren Teilen nehmen, von den Sektorzeiten, weil sich das Auto komplett verändert hat durch diesen Hybridmotor jetzt. Sonst hätte man, wenn im Grunde sich die Regeln kaum geändert hätten, man sagen können, ja, wenn ich so und so eine Zeit habe, dann ist das schon in Ordnung. Aber dadurch, dass die Fahrzeuge jetzt total anders sind, ist dieser Vergleich leider überhaupt nicht möglich, gerade für mich. Und macht es mir dadurch natürlich umso schwerer, ein vernünftiges Setup zu finden. Weil, wie ich gemerkt habe, also wenn ich ein eigenes Setup baue, komme ich doch richtig gut zurecht. Also zumindest hat man es ja beim letzten Rennen so gesehen. Da bin ich ja direkt im Qualifying auf den 3. Platz gekommen. Und auch im Rennen lief es eigentlich ganz gut. Auch wenn ich dort auch leichte Problemchen hatte. Aber das lag auch, ja, teilweise daran, dass ich etwas unkonzentriert gefahren bin. Und ja, ich auch natürlich direkt, Hamilton und auch andere Fahrer direkt an den Hacken hatte, wodurch ich dann nicht frei fahren konnte. Ja, ein 1,45 ist eigentlich ganz in Ordnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass das zwar noch nicht ganz reicht, aber ja, ich glaube, mit dem Setup könnte man es versuchen, das Rennen zu fahren. Also zumindest sollte ich in Q1 nicht rauswurzeln. Ich werde jetzt mal noch eine Runde fahren. Vielleicht kann ich diese Zeit ja noch ein bisschen verbessern. So,
fahren die denn hier so extrem langsam, die beiden McLaren? Wollen die ja eine Straßensperre machen oder nie? Also wäre natürlich schön, wenn ich jetzt zumindest im Training, also jetzt im Qualifying, das mit dem harten Reifen schaffen würde, unter die 1,45 zu kommen. Das wäre, glaube ich, schon ein gutes Ergebnis. Passt zwar bisher noch nicht ganz, wir sind zwar ein bisschen schneller schon, aber für unter einer 1,45er Zeit wird es dann noch nicht reichen. Aber bisher sieht es trotzdem eigentlich ganz in Ordnung aus. Also Setup scheint wirklich zu funktionieren. Ich habe nämlich wirklich nicht wirklich Probleme gerade beim Fahren. Da habe ich ja echt nochmal Schwein gehabt. Weil dadurch, dass wir jetzt dann im Qualifying teilnehmen, kann ich das Setup auch nicht mehr umbauen, weil wir damit jetzt schon eine Runde gefahren sind. Und ja, das heißt, Umbauten sind nicht mehr drin. Und das heißt, ich muss mit dem Setup wohl fahren. Und ich habe es wirklich unter die 1,45 geschafft. Da habe ich im letzten Streckenabschnitt noch ziemlich zeitgut gemacht. Und ich glaube, damit könnte das wirklich funktionieren mit dem Setup. Also wenn das auf den harten Reifen schon so gut funktioniert, dann könnte es bei den weichen, ja, wenn wir wirklich gut unterwegs sind und relativ nah an der, relativ perfekt fahren, könnte das mit einem Toro Rosso wirklich eine, ja, entweder glatte 1,44 werden oder eine knapp unter 1,44, also eine 1,42,9, 1,42,8 oder so. Also das sieht schon ganz in Ordnung aus. Klar, Alonso wird jetzt an mir vorbeikommen, Vettel auch. Das habe ich eigentlich auch nicht ganz anders erwartet. Also, oh, ja, also 0,6 Sekunden, gut, das ist schon relativ viel, aber ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie frei die Fahrt war bei denen. Und ja, ich lasse es einfach so auf mich zukommen. Wenn es der 10. Platz wird, dann wird es halt der 10. Platz. Ändern kann ich es ja auch nicht. So, dann fahren wir jetzt mal an die Box, weil noch eine Runde stehen wir sowieso nicht mehr durch. In Q2 und Q3 werde ich dann wahrscheinlich mit weichen Reifen fahren und vielleicht auch mit der Spritmenge hantieren. Aber in 1,43,4... Eieieiei. Wie weit ist der denn unterwegs? Leck mich am Arsch, der ist ja richtig schnell. Da kann ich ja gar nicht mithalten. Alter. Das ist heftig. Das ist echt heftig, die Zeit, die der da gerade gefahren ist. Meine Fresse. Oh, das könnte sauknapp werden. Also wenn die jetzt alle so schnell werden, dann Prost Mahlzeit. Also dann kann ich das Setup doch nicht verwenden. Schade. Aber leider ist ja auch der Toro Rosso nicht wirklich gut. Also ich weiß nicht, wie schnell ich jetzt mit Mercedes unterwegs wäre. Keine Ahnung. Das ist halt leider auch das Problem, dass die Autos so komplett unterschiedlich sind. Was sagt denn der Renndirektor? Was haben die denn für Setups? Alle hart. Außer Absutil. Die sind mit Weichen jetzt bestückt. Zum größten Teil zumindest. Na, egal. Tun wir mal ein bisschen vorspulen. Gucken, auf welchem Platz wir dann landen. Wir dürfen nur nicht unter dem 16. Platz landen. Am besten auch nicht unter den 15. Also, das sieht zurzeit ganz gut aus. Scheint, dass wir den 9. Platz innehaben. Du bist in allen drei Sektoren schneller als Jean-Eric. Ja, das ist ja auch nicht wirklich schwer. Ja, das ist eine gute Sekunde, die ich Rückstand habe auf Hamilton. Ja, Rosberg, ja klar, auch. Da ist es eine ganze Sekunde. Alonso und Ricciardo haben noch eine sauschnelle Zeit hingehauen. Ab Vettel geht's eigentlich. Also da bin ich ganz nah dran mit 0,1 Sekunden. Naja, ich lasse es einfach mal. Nehmen wir das Setup. Gute Arbeit. Ändern kann ich es wirklich nicht. Qualifiziert. Gut.
Ich werde jetzt erstmal mit den harten und dann nochmal mit den weichen rausfahren. Aber ja, komm, wir können den angebrochenen Reifensatz verwenden. Der hält ja ein bisschen länger, der harte Reifensatz. Also da könnt ihr gerne mehrere Runden am Stück mit abliefern. Das macht dem Reifen nichts. Ich werde jetzt erstmal eine Runde so weit fahren, bis kurz vor, bis zur kurz vor Start- und Ziellinie und werde dann erst zum Fettgemisch wechseln. Um so dann eventuell noch die Chance sogar zu haben, zwei Runden mit Fettgemisch zu fahren. Denn wenn ich jetzt direkt das Fettgemisch verwende, wird es wahrscheinlich nur eine einzige Runde werden. Und in der nächsten Runde müssen wir dann schon wieder an die Box fahren. Das wäre natürlich ein bisschen versuchen, sich zu verbessern, natürlich nicht gerade sehr sinnvoll. Klar, ich werde natürlich sowieso nachher mit den weichen Reifen wahrscheinlich rausfahren, wenn es nicht reichen wird. Aber ich würde schon gerne wissen, wie ich denn mit den harten Reifen so insgesamt stehe. Gegenüber den Leuten mit den weichen Reifen. Dafür ist natürlich sehr wichtig, das dann zu sehen, weil im Training zum einen sieht man es da nicht wirklich, weil die teilweise doch verdammt langsam fahren. Und zum anderen war es ja auch am Regnen, dadurch konnte ich ja gar nichts überhaupt beobachten. Und ja, das hat mir natürlich ziemlich die Qualifying Session beeinflusst. Also hoffe jetzt mal wirklich, dass wir es denn weit schaffen. Fast verpinnt auf Fettgemisch zu wechseln. Natürlich muss jetzt einer aus der Box rausfahren. Gerade in dem Moment, wo ich hier lang fahre. Aber das war ja wieder klar. Oh, jetzt rutsche ich aber gerade ganz schön um. Oh, ich habe meine Hinterreifen überhitzt. Das habe ich aber noch nicht geschafft, sonst meckert der immer, meine Hinterreifen wären zu lang, zu kalt. Ich stehe jetzt auf einmal. Seltsam, seltsam, seltsam. Also eine gute Zeit wird das definitiv nicht. Kann ich auch direkt... scheiße. Kann aber auch wirklich teilweise daran liegen, dass ich jetzt aufs Fett gemisch, weil dann hat man mehr Drehzahl und dadurch drehen sich natürlich die Reifen auch ein Stückchen anders. Also unter Umständen ein bisschen schneller. Und dadurch kann es natürlich auch sein, dass der Reifenverschleiß höher wird. Wir haben jetzt nicht wirklich viel Benzin eingebüßt, also das sollte definitiv noch für eine Runde locker reichen. Aber die Runde wird definitiv schon mal gar nichts, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Mich umwechseln. Ja, da bin ich doch etwas weit weggerutscht. Also, oh Gott, eine 1,471, das war ja mal ganz schlecht. Ich habe gerade irgendwie Probleme mit den Hinterreifen, dass die mir ganz schön überhitzen. Das ist natürlich nicht wirklich gut, aber irgendwie. Das könnte echt in die Hose gehen. Das ist ja schön. Kein Benzin mehr. Kommen in den nächsten zwei Runden an die Box.
Ja, ich werde jetzt sowieso in die Box gehen, weil das gerade überhaupt gar keinen Sinn macht. Ich glaube, das liegt wirklich teilweise an dem Fettgemisch. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich das Fettgemisch aktiviere, dann rutscht der Wagen verdammt stark in den Kurven. Ja, ich beeile mich ja jetzt an die Box zu kommen, dass ich direkt einen Satz weiche Reifen aufsetzen kann. Eine 1,547 locker, das schaffe ich doch. Habe ich doch sogar eben mit den harten Reifen hinbekommen. Also das sollte mit den weichen Reifen also richtig locker machbar sein. Wird so mein Teamkollege rauspurzeln, aber ist nicht mein Problem. Schnell, 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 ich muss wieder raus. Hi. Ja, hi. Warum sagt der hi? Mann, ey. Das war so ein Hi, ey. Allerdings gerade, warum ich zwei Linien angezeigt habe gerade. So, welcher Name Krück ist denn das da vorne? Tja, was? Dann kriege ich sogar mit ganz kalten Reifen überholt, also das ist wirklich kein Problem. Der Sauber ist diese Saison sehr, sehr schlecht. Also letzte Saison ging es eigentlich einigermaßen. Aber diese Saison kann man ihn auch total vergessen. Genauso wie Lotus war auch letztes Jahr ein richtig gutes Auto, dieses Jahr richtig schlecht. Allerdings gab es auch ein paar Überraschungen, wie Williams zum Beispiel. Allerdings, die hatten auch quasi in den Wintertests schon gute Ansätze. Also da hat man schon gesehen, dass die nicht gerade langsam sind. Und das haben sie auch bisher in der Saison gezeigt. Und ja, ist auf jeden Fall ein Team, mit dem man rechnen muss immer. Jetzt gilt's. Bogen 1,43,9, ja. Massa legt gerade die Latte doch etwas höher wieder. Und ich habe wieder so einen langsamen Sauber vor mir. Yeah, ich liebe es. Ich hoffe, der hat mir jetzt nicht zu viel Zeit gekostet. Ja, zumindest in die Top 10 muss ich es schaffen. Das wäre sonst echt schlecht. Die Top 10 müssen definitiv drin sein. Das lasse ich sonst nicht auf mir sitzen. Aber nein, nein, das mag ich nicht. Der sieht ganz ordentlich aus. Achte auf die Reifentemperatur, lass die Reifen nicht zu kalt werden. Ach, scheiße,
wollte eigentlich Fettgemisch einschalten. Habe ich total verpeilt gerade. Muss ich wohl doch noch eine Runde fahren hier nach. Weil da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ich wollte es zumindest auf den Geraden verwenden. Ja, ja, macht's Knochen. Wir sind wenigstens schon mal Fünfter. Und guck mal, wo unser Teamkollege ist. Der ist bestimmt aus den Top 10 rausgepurzelt. Also ich denke mal, Platz 5 oder 6 wird wahrscheinlich auch später in Q3 realistischer sein. Als wie im letzten Rennen. Also da hat man ja wirklich mit Platz 3 einen super Wurf. Also da kann man wirklich nichts sagen. Also da bin ich schon froh drüber gewesen. Aber hier sieht es wieder nicht ganz so gut aus. Liegt allerdings auch an der Streckencharakteristik. Ich hasse diese Strecke. Der eine oder andere von euch mag sie vielleicht, aber ich hasse die Strecke. Ich kann sie nicht leiden. Ganz ehrlich. Ich mag sie nicht. Ich komme mit dieser Strecke nicht zurecht. Besonders wenn es dann auch noch regnet oder so, dann ist mit der Strecke eh alles vorbei. Also, ne. Dann fahre ich lieber gar nicht das Rennen und scheide direkt aus, als wie dann so ein qualvolles Rennen fahren zu müssen. Wo ich dann eher als Letzter ankomme, so nach dem Motto, ne? Schneller noch, aber ich glaube eigentlich nicht dran. Nee. Wird nicht mehr schneller. Ich schaff's aber auch nicht mehr, wenn ich jetzt in die Box gefahren wäre. Hätte ich wahrscheinlich keine Zeit mehr hinbekommen. Ich muss jetzt wirklich hoffen, dass ich nicht aus dem Top 10 rauspurzel. Das wäre nämlich so ärgerlich. Reifen aufwärmen, auch wenn das jetzt eh nichts mehr bringt. Den Reifensatz kenne ich danach, glaube ich, eh in die Tonne werfen. Und ich denke eben, waren meine Hinterreifen mal extremst warm, aber keine Ahnung. Manchmal verstehe ich die Temperaturen hier nicht. Oh, bisschen überlegt, blablabla. Können uns eh nicht mehr verbessern. Fahren wir auch hier drüber. Ja, ich war ja auch gerade extra so bescheuert. Meine Güte. Ach, was ich euch auch mal gerne zeigen könnte. Ich weiß nämlich nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Wenn man hier jetzt Gas gibt und dann lenkt, kriegt man ab. Weil wenn ihr den Heckflügel aufmacht, habt ihr quasi direkt einen Kontrollverlust, sobald ihr einhängt. Also ihr könnt minimal lenken zu überholen, aber wenn ihr damit eine Kurve fahren wollt, vergesst es. Ihr fliegt hochkant aus der Kurve raus. Also, ja. Ist nicht schön. Sagen wir es mal so. Also in einem früheren Formel 1 Teil konnte man das DRS überall öffnen. Also egal, wo man wollte. Und das war auch teilweise in der Saison dann anfangs so, das wurde dann auch abgeschafft, weil dadurch auch zu viele Unfälle passiert sind und es halt auch nicht realistisch war, um zu sehen, wie schnell Autos jetzt wirklich sind, weil im Rennen durfte man auch nur an den DRS-Zonen und ja, das hat man dann Gott sei Dank abgeschafft und ja. Jetzt mal schauen, wie viel da bin ich? Gut, Sechser, du ja. Hast es in Q3 geschafft. Ja, das ist eigentlich in Ordnung. Also, unser Teamkollege hat es auf 13 geschafft. Okay. Gut. Jetzt müssen wir die Teamehre verteidigen. Dann tun wir einen neuen Satz 2 Reifen drauf und fahren direkt mal raus.
Kann sein, dass ich zwei Stints fahren muss. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Qualifying dauert bei mir länger als die Rennen selber. Also. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber ich wollte euch jetzt auch nicht unbedingt im Rennen volle Distanz um die Ohren werfen oder so. Also ich sag mal 25%. Da tut es schon. Also da habt ihr schon einen kleinen Einblick. Auf 50% fände ich schon ein bisschen zu viel, weil dann, selbst dann dauern die Rennen dann teilweise wirklich eine Stunde. Also es gibt ja in der Formel 1 sowieso diese 2-Stunden-Regel. Länger als 2 Stunden darf nicht gefahren werden, aber man kratzt halt schon ab und zu mal sehr nah dran. Also wenn ein Qualifying kommt oder nicht ein Qualifying, wenn ein Safety Car kommt, kann das schon mal sehr, sehr knapp werden. Und ja, Safety Car gibt es natürlich hier auch im Spiel, ist auch eingeschaltet, und das wäre sonst echt lang, das Video, und ich glaube nicht, dass ihr euch das 2 Stunden antun wollt, sagen wir es mal so. Also ich würde es mir auch nicht antun wollen, 2 Stunden zuzugucken, wie ich hier wie so bekloppt um die Kurven hier um den Kurs war. Das ist einfach viel zu lang. Also mal ab und zu kann man das mal ausprobieren mit einer vollen Distanz, obwohl ich das auch, ich glaube, bisher noch nie gemacht habe, weil es mir dann einfach zu langweilig wurde. Ich gucke das gerne im Fernsehen, aber 2 Stunden hier so, das muss nicht sein. Also beim besten Willen nicht. Das muss echt nicht sein. So, direkt mal Fettgemisch und ab die Post. Aha, Ziel ist Platz 6. Oh, scheiße. Das kann ja was werden. Ist das Team aber ganz schön optimistisch, nur weil ich gerade eben wahrscheinlich auf Platz 6 war. Glauben die, ich würde das wieder schaffen? Ob ich die da nicht enttäusche? Ich weiß es nicht. Ich würde es natürlich versuchen, ich würde auch gerne weiter vorne noch stehen, aber ist halt nicht so einfach. Also, sagen wir es mit diesem Toro Rosso, der ist doch sau langsam. Also, klar, der eine oder andere sagt, oh, stell dich nicht so an, so langsam ist der nicht. Klar, langsam sind die alle nicht, also alle Formel 1 Autos, außer Marussia und Ketter, die sind halt eklatant langsam, aber ist ja egal. Nur, das ist schon ein gravierender Unterschied, ob man jetzt einen Toro Rosso fährt oder einen Mercedes, weil der Mercedes ist generell das Maß aller Dinge. Also, ich denke mal, als ein Toro Rosso ist er knapp fast 2 Sekunden schneller. Und der lässt sich auch bei weitem einfacher fahren, so ein Toro Rosso. Da muss man doch ganz schön aufpassen, wie man fährt. Dass man sich nicht quasi selber rauskegelt. Das ist nicht so einfach mit so einem Auto. Auf jeden Fall, ich werde es versuchen. Aber versprechen kann ich trotzdem nichts. Ich kann einfach, wie gesagt, nur versuchen, mein Bestes zu geben. Zum Fettgemisch, 1,445, okay. War jetzt auch noch nicht das Grüne vom Ei. Das ging aber eben schon mal schneller. Oh, 1,432. Ja, ich fürchte nämlich, dass ich das die Zeit vom ersten Mal nicht hinkriege. Also, eieiei. Hamilton, 1,42,5. Jo, übertreibt doch noch mehr. Ist ja nicht so, dass ich jetzt schon eine Sekunde hinter dem war. Schon so, aber jetzt, meine Fresse. Ja, ich versuche das. Aber ob ich das hinkriege, das wisst ihr ja, weiß ich nicht. Ich weiß bis heute nicht, wie man die Reifentemperaturen wirklich selber eigenständig erhöht. Ich weiß zwar, man kann es zickzack fahren, aber das hilft eigentlich nur für die Vorderreifen, und wenn man auf einer schnellen Runde ist, macht das keinen Sinn, zickzack zu fahren, weil dann wird man nur langsamer. Also, was soll der Spaß, ne? Keine Ahnung.
Das ist sowieso immer so eine Sache. Der Rennfahrer soll schnell fahren, soll aber gleichzeitig immer auf die Reifen und Spritmenge und alles andere achten. Ja. Entweder oder. Also man kann nicht alles. Naja. Aber das ist den Ingenieuren egal. Die meinen, es würde gehen. Dann geht das auch. Aber dass es manchmal technisch nicht machbar ist und fahrerisch auch nicht machbar ist, das wollen die dann nicht einsehen. Ja, und hier war schon was besser. Aber jetzt sollte ich auch an die Box fahren und mir wieder einen frischen Satz Reifen holen. Momentan bin ich noch im Ziel vom Team Platz 6, aber ob ich das weiter schaffen werde, keine Ahnung. Weil die anderen werden wahrscheinlich auch sich nochmal einen neuen Reifensatz holen. Ich hoffe, mir geht jetzt nicht der Benzin aus. Ich brauche jetzt jede Sekunde eigentlich. Aber ich muss sagen, der Reifverschleiß geht eigentlich. Also man sieht kaum was und ich bin schon ja, drei Runden, fast vier Runden damit drauf. Also eine Renndistanz sollte das eigentlich überstehen, der Reifensatz. Reifen zum einen schont und zum anderen mal ordentlich unbedingt ins Kiesbett fliegt. So. Jetzt dabei noch mal kurz einen Schluck trinken. Das muss jetzt einfach sein. So Jungs, schiebt mich schnell rein, damit ich direkt wieder rausfahren kann. Schneller, schneller. Nächster Reifensatz. Wir haben ja noch genügend. Wir hatten ja das Glück, dass wir in Q1 gar keinen brauchten, in Q2 nur einen angefangen haben. Dadurch hat man natürlich fürs Q2 zwei Sätze ohne Probleme. Also ich glaube, ich werde nur eine gezeitete Runde hinbekommen. Also muss ich mir vorher noch meine Reifen wieder sauber machen. Ach Gott. Aber mit Platz 6 wäre ich eigentlich schon zufrieden, also. Das ist wirklich leider zurzeit das Einzige, was so machbar ist. Im Rennen weiß ich es, wie gesagt, nicht. Kann auch sein, dass ich dann weiter da hinten dann werde. Obwohl mir das Team dann wahrscheinlich so Angabe Platz 4 oder Platz 3 machen wird. Aber ich glaube nicht, dass ich das dann einhalten kann. Da tut mir dann leid, wenn ich das Teamziel nicht erreichen kann, obwohl sie manchmal ein bisschen sehr hoch gesteckt sind, die Ziele. Also bei einem Qualifying ein gutes Ergebnis gemacht hat, dann erwarten die direkt, dass man auch mehrere Plätze dann hochkommt. Also manchmal kommt man im Qualifying auch nur aus Zufall so weit vorne, ist auch in der echten Formel 1 so. Da war auch schon mal ein Toro Rosso unter den Top 10. War sogar, glaube ich, schon mal einer auf dem 5. Platz. Nur im Rennen ist er halt saulangsam und kommt nicht dann so lang mit den Reifen klar. Und hatte natürlich dann dementsprechend einen schweren Stand und war dann, glaube ich, irgendwann außerhalb der Punkte. Also, das hat dem dann auch nichts gebracht, dass er im Qualifying so gut war. Wenn es dann natürlich im Renntempo nicht funktioniert, bringt auch manchmal der beste Qualifying-Platz nichts.
skillt es auf jeden Fall. Wir dürfen uns keine großen und eklatanten Fehler bauen, sonst war es das nämlich mit der schnellen Runde. Weil wir schaffen es definitiv nicht mehr drüber. Zeit werde ich sowieso nicht dran kommen. Wäre natürlich schön an die Alonso-Zeit dran zu kommen, aber selbst das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Ja, warte, da machen wir mal gerade eine Sofortwiederholung. Ach, Mann. Komm mal. Ah, Mann. So, mach mal das ab hier. Hat zwar wahrscheinlich nicht wirklich was gebracht, aber man kann es selber mal versuchen. Schneller, schneller, schneller. Komm. Okay, könnte vielleicht sein, dass wir doch noch eine Runde Zeit hinbekommen würden, aber... Bäm! Dritter Platz, ich glaub dort nicht. Leckt mich am Arsch, ey. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass ich das schaffen werde. Direkt hinter den Mercedes und sogar unter 1,43, also... Das war echt nicht schlecht. Und die Runde wird sowieso nichts mehr, darum setze ich jetzt mal auf Mager. Dadurch dürften auch die Hinterreifen etwas geschont werden. Aber das war echt mal geil. Also da hätte ich beim besten Willen nicht dran geglaubt, dass ich eine 1,42,6 hinbekommen. Also, ja, das war schon nicht schlecht eigentlich. Da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Also, wieder vom dritten Platz starten zu können, ist schon geil. Also, klar, das Qualifying ist noch nicht zu Ende. Also, Vettel und Alonso und so, die können das noch einholen. Also, wenn die gerade auf einer schnellen Runde sind, können die das noch schaffen, an mir vorbeizukommen. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr dran, dass sie das jetzt noch hinbringen. Das war eigentlich eine echt fast perfekte Runde, was ich eben gesetzt habe. War zwar immer noch teilweise etwas wackelig, hätte ich sie wahrscheinlich perfekt hinbekommen, wäre ich wahrscheinlich sogar wirklich noch vor Hamilton gelandet. Aber, ja. Das war schon in Ordnung, also... Bin ich wirklich sau zufrieden mit. Also besser hätte es eigentlich auf der Strecke nicht laufen können. Also dafür, dass ich mit der Strecke gar nicht zurechtkomme eigentlich. Wir starten morgen von Platz 3. Ja, das ist mal richtig fett. Zwischen den Mercedes und den Red Bulls und den Ferraris schiebt sich ein kleiner Toro Rosso. Ja, da können wir nochmal schön feiern, dass wir es geschafft haben auf dem dritten Platz. Auf jeden Fall richtig geil. Und ja, Leute, da heben wir die Hände. Wie haben wir das nur geschafft, ne? Und gut, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!